Hey meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Beim letzten Mal sind wir in die Blütenstadt Flori gekommen. Und ich schlag dann mal vor, wir erkunden gleich mal Flori ein bisschen. Aber zuerst sollten wir wieder mal unsere Pokémon heilen. Also Schwester Joy, Sie wissen ja bereits, wie das hier abläuft. Tun Sie, was Sie tun müssen. Es führt nichts daran vorbei. Vielen Dank. So, wer bist du? Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ach wirklich? Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh. Ja, Beeren können echt praktisch sein, die aktivieren sich von selber im Kampf. Seit einiger Zeit gibt es Engpässe bei der Stromversorgung. Gibt es Probleme mit dem Windkraftwerk? Probleme mit dem Windkraftwerk? Sofort auf Atomenergie umsteigen. Nee, Spaß. Hast du Pokémon bei dir? Ist es selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du allein reist? Naja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber egal. So, gucken wir mal. Fangen wir mal mit dir an. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen. Blumen und Blumen. Du solltest auch ein paar Blumenzwiebeln pflanzen. Es leben die Blumen. Hier sind alle vernarrten Blumen. Sonst würden sie hier ja wohl auch nicht leben wollen. Einige Arten von Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Honig. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig aus weiter Ferne wahr. Honig ist schon eine sehr geile Sache. Mögt ihr Honig? Also ich stehe auf Honig. Besonders im Tee. Also in so einem Tee ist der Honig echt genial. So auf dem Brot ist er natürlich auch extrem geil mit Butter. Butter und Honig auf dem Brot. Oh, geil. Muss ich mir dann gleich mal wieder machen. Beeren, die du pflückst, kannst du an Pokémon verfüttern. Du kannst die außerdem beim Blumenhändler gegen Accessoires eintauschen. Aber die wirst du wohl nicht wollen, du bist ja ein Junge. Mit diesen Accessoires wiederum kannst du deine Pokémon ausstatten. Aber wie gesagt, das ist nichts für dich. Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Und was haben wir hier? Das ist eine Amrina-Beere. Möchtest du sie pflücken? Also ich sehe hier keine Amrina-Beere, sondern irgend so eine Amrina-Bären-Staude und außerdem hängen da zwei, aber egal. Haben wir jetzt echt nur eine Amrina-Beere bekommen? Tatsache. Ich beschwere mich bei Nintendo. Wenn die hier schon so eine Staude machen, wo zwei dranhängen, dann sollen die mir auch bitte zwei geben. Wo kommen wir denn hin hier? Verarschung. Ich habe auch nur eine Sinelbeere. So, ich könnte jetzt hier wieder die Beeren einpflanzen, dann würden sie wieder wachsen. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann auch nur wieder eine bekomme, dann bringt mir das ja gar nichts. Ist ja hier voll die Verarschung. Blühende Pracht. Der Blumenladen hier gibt es... Was? Der Blumenladen. Hier gibt es Beeren gratis. Ach so, und ich dachte schon, hier wäre irgendwie ein Fehler drin. Aber nein, ich bin einfach nur zu inkompetent. Findest du nicht auch? Ja, schon ein bisschen. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken. Aber dann kamen ein paar Typen von Team Galactic in schicken Uniformen. Diese Typen von Team Galactic sind zu den Auen hinter diesem Blumenfeld hier gegangen. Was? Im Auenland? Wo kommen wir denn jetzt hin? Wir sind hier doch in Pokémon. Flori, lebendig und duftend. Sagt er die Blumenart Gracie Dia etwas? Man verschenkt sie als Strauß, um jemandem gegenüber seinen Dank auszudrücken. Das ist eine fortwährende Tradition in dieser Gegend. Ja, die Gracie Dia Blume, die könnte man vielleicht kennen aus dem 11. Pokémon-Film, wer ihn gesehen hat. Wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Na, bleib doch hier. Lauf nicht weg. Flori war einst ein öder, verlorener Hügel, den selbst Pokémon mieden. Der Anblick machte die Menschen traurig und so pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste Rat. Und dann, eines Tages, sagte jemand der Natur Danke für ihre Gaben. Und der Hügel erstrahlte in einer Blütenpracht. Das hört sich ja fast schon an wie so ein Zitat aus der Bibel. Findest du es niedlich, wenn Pokémon Beeren pflücken? Auf jeden Fall nicht unniedlich. Ja, das finde ich auch. Hier hast du eine TM. Sie enthält die Attacke Pflücker. TM 88 erhalten. Pflücker, Pflücker. Was war denn nochmal Pflücker?
Auf jeden Fall eine Attacke, die ihr wahrscheinlich so gut wie nie verwenden werdet. Vielleicht irre ich mich auch. Hält der Gegner eine Beere, stiehlt der Angreifer sie und genießt ihre Auswirkungen. Okay. Stärke 60, Typ Flug? Warum nicht Pflanze? Okay. Interessant. Kann das irgendwer lernen? Tatsache. Bubbles. Hawkeye. Also Hawkeye hat ja schon Flügelschlag. Wir könnten... Ja. Schauen wir mal. Ich glaube nämlich... Schnabel hat nur 35 Stärke und Pflücker hat 60. Okay. Genau, Anwender pickt den Gegner, pflückt Beere, falls Gegner eine Beere hält und erhält ihren Effekt. Okay. Das wusste ich ja gar nicht, dass hier dann Plipprin die Pflücker-Attacke lernen kann. Ja gut, warum nicht? Nehmen wir mit. Krasser Scheiß. Ich dachte, das wäre voll die Kack-Attacke. Attacke, genau. Attacke, so heißt das. Müssen wir dann gleich mal ausprobieren im Kampf. Ich habe die tatsächlich noch nie hergenommen. Kann doch nicht sein hier. Was habe ich mir da nur dabei gedacht als kleines Kind? Der süße Duft des Honigs hat mich hergeführt. Aber ich frage dich und mich. Bin ich ein Pokémon oder was? Was? Aber ich frage dich und mich. Bin ich ein Pokémon oder was? Okay. Honig. Ich glaube, da ist noch irgendwas anderes in dem Honig drin. Irgend so ein Bewusstsein verändertes Zeug. Weil du hier so abgehst. Und ich glaube, mir geht's auch nicht wirklich gut. Diese ganzen Blumen hier. Schon wieder die Pollenallergie, die ich zum Glück nicht habe. Ich liebe es einfach, hier zu sein. Die Atmosphäre ist so wunderbar. Du bist auch hier, um deine Stimmung zu verbessern, nicht wahr? Ich bin hier nur auf der Durchreise. Beachtet mich gar nicht. Wer seid denn ihr? Schon wieder diese komischen Galaktik-Heinis, die ich verkloppt habe. Hier ist ja wieder der Rüpel 1. Den kennen wir ja noch gut. Sind wir von Team Galactic oder sind wir das nicht? Und doch müssen wir hier zwischen den Blumen herumstehen. Das ist kein bisschen cool. Hey, hör auf zu motzen, das ist eine ehrbare Aufgabe. Aber Käfer und Pflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Und deshalb wäre ich auch lieber woanders. Oh, die Team Galactic-Rüpel. Der eine hat Angst vor Käfern, ist ja süß. So. Also wer läuft denn bitte hier entlang, um da nach oben zu kommen? Ich meine, ja gut, wenn man hier dann nicht auf die Blumen treten will, in Ordnung, aber... Hey, it's just a video game. Schauen wir noch in den Pokémon-Supermarkt. Vielleicht gibt es ja irgendetwas außerordentlich. Außerordentlich, genau, außerordentlich. Yes, was ist denn heute schon wieder los? Nur das Übliche brauchen wir nicht. Hast du vielleicht irgendwas? Nö. Netzball wäre vielleicht ganz cool, aber braucht man noch nicht. Die können wir uns besorgen, wenn wir sie brauchen. Ey, was soll denn das hier? Du versperrst mir den Weg. Ich werde mein Pokémon mit hübschen Accessoires ausstatten und dann mit ihm zu Jubelstadt TV gehen. So wird jeder in der Region mein Pokémon sehen. Herzlichen Glückwunsch. Interessiert mich leider nicht. Meine Anschaltquote kannst du vergessen. Bären und Accessoires können nicht in Pokémon-Supermärkten gekauft werden. Das ist mir ganz recht. So verschwende ich kein Geld für Spontankäufe. Warum kann man denn die Bären nicht im Pokémon-Supermarkt kaufen? Es muss doch irgendwo so eine riesen Bärenplantage geben, wo dann Massenproduktion betrieben wird. Route 205. Und schon wieder ein paar Stauden. Eine Maronbeere, die nehmen wir mit. Die Maronbeere kann ein schlafendes Pokémon aufwecken, wenn es diese Beere im Kampf trägt. Kann ganz praktisch sein für ein paar Strategien. Und hier auch die Piercive-Beere, heilt Vergiftung. Also diese ganzen Beeren, die Statuseffekte heilen, die sind echt praktisch. Sollte man auch dem Pokémon zum Tragen geben. Weil wenn einen dann doch mal diese Statusveränderung erwischt, dann hat man was dagegen. Oder einfach die Sinelbeere geben. Ich meine, 10 HP auffüllen, wenn man im gelben Bereich ist, glaube ich. Warum nicht? Es hat nur Vorteile. Und bevor die Dinge hier noch in meinem Inventar vergammeln, kann ich gleich meinen Pokémon zum Tragen geben. Und nur so nebenbei, nein, diese Bären können natürlich nicht vergammeln. Wir sind hier in Pokémon. Hier zählt keine Logik. Na, Kleine, was ist mit dir? Hilf mir, Trainer. Bitte, ich möchte zu meinem Papa. Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk. Ihr lebt im Windkraftwerk? Habt ihr kein Haus oder so?
Nein, leider nicht. Jedenfalls, plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Sie haben mich aus dem Kraftwerk gescheucht und zwingen meinen Papa irgendetwas zu tun. Bitte Trainer, ich will zu meinem Papa. Oh, die Arme. Wir werden dir natürlich helfen. Aber warum hat er nicht einfach zugesperrt? Ich meine, wenn sie schon im Windkraftwerk leben, dann können sie auch die Haustür zusperren. Hier sind wir auch schon beim Windkraftwerk. Was übrigens als eigene Route fungiert. Ja gut, warum nicht? Hier finden wir auch gleich mal einen Trank. Ja, den können wir immer gut gebrauchen. So du, Heini von Team Galaktik, was willst du? Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Du stehst eh davor, ich kann nicht mal rein. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galaktik gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Dam, dam, dam. Werden wir es schaffen, den Rüpel zu besiegen, der ein Pokémon besitzt, und zwar ein Charmian auf Level 13. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. So, unser Flash hat auch die Fähigkeit Bedroher. Ist natürlich extrem perfekt gegen Normal-Pokémon. Die greifen ja hauptsächlich physisch an. Und ich meine, man schickt sein Pokémon in den Kampf und der Gegner hält sofort einen Statuswertedrop. Ist eigentlich immer praktisch. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist... LOL! Du kannst Hypnose? LOL! Ich hab Flash die Maron-Werte gegeben und es wird gleich beim ersten Pokémon verschwendet. Oh, Schluchz, Heul, Jammer. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, die Bäre wird sich schon irgendwann aktivieren. Und dann aktiviert sich die Bäre gleich beim ersten Pokémon. Du musst es ja aber auch unbedingt Hypnose einsetzen. Nee, du hast mich besiegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Und das sage ich dir, weil ich mir ganz sicher bin, dass du nicht weißt, wo das Blütenfeld steht. Haha! Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner! Rups, klink. Es ist von innen abgeschlossen. Ja, das hätte der Professor auch machen sollen, dann wären die da auch nicht reingekommen. Außer sie machen einen auf Ninja und stürmen die Fenster da oben. Kann man ja nie wissen. Jetzt hat sich da tatsächlich schon die Maron-Bäre verabschiedet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber das sieht man immerhin mal wieder, wie oft, dass man doch mit Statusproblemen konfrontiert wird im Pokémon. Und meistens sind es auch die Statusprobleme, die einen am meisten auf den Keks gehen. Denn egal wie schwach das gegnerische Pokémon ist, Paralyse ist Paralyse. Ob mir das jetzt irgendein Level 100er Ligi reinhaut oder ein Pokémon auf Level 13. Paralyse ist einfach behindert. Genauso wie Schlaf, Gift und Brand. Da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Aber hey, sie gehören dazu und deswegen sollten wir sie genauso schätzen wie alle anderen Dinge in Pokémon. So, ich will jetzt mal Hawkeye noch ein bisschen trainieren. Der hängt ein bisschen hinterher. An sich hat ja Plyprin, unser Bubbles, immer noch natürlich das höchste Level. Aber das macht ja nichts. Hey, die Typen sind verschwunden. Hinterher, sie fliehen ins Auenland. Sie suchen den einen Ring. Genug der Worte. Gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen. Team Galaktik wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Oh mein Gott. Hey, das Kind. Das Kind da, das hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das bald seinen Mund hält. Also in irgendeinem Krimi hätte man damit gemeint, dass sie mich jetzt irgendwie ausknipsen. Aber nein, sie fordern mich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Und schicken Skookaboo in den Kampf, zumindest Level 1. Jo, bis jetzt haben wir bei den Rüppeln nur Skookaboo und Charmian gesehen. Eine sehr große Typenvielfalt, wie ich finde. Aber das wird sich hoffentlich dann noch bei den nächsten Trainern ändern. Oh,
halbes Level. Nur durch ein Pokémon, nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin als Nächster dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Geschwächt wurdest? Ja, als ob. Dein Partner hat mir ja nicht mal Schaden zugefügt. Hast du keine Augen im Kopf? Ein Zubat. Und wieder wird Zubat von uns bedroht. Ja, auf Dauer gesehen ist es natürlich ziemlich nervig, wenn immer diese Bedrohersequenz kommt. An sich läuft, also Diamant, Perl und Platin laufen doch ein Ticken langsamer ab als die anderen Pokémon-Spiele. Was man auch deutlich bemerken kann. Aber, mei, was willst du dagegen tun? Da muss man durch. Ja, los. Und es sind ja trotzdem geniale Spiele. Da kann man nichts sagen. Ah, ich weiß noch, wie ich das Spiel gespielt habe, als es rausgekommen ist. 2009. Ich glaube, es war 2009 bei Platin. Diamant und Perl sind ja rausgekommen 2007. Und es war schon eine geile Zeit. Den ganzen Tag Pokémon gespielt. Weil man einfach so verrückt danach ist. Verrückt nach diesen kleinen Taschenmonstern. Diese Rotznase ist stark. Sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Das ist aber nett. Der K-Schlüssel. KW Kraftwerk? Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren reichlich seltsam. Wie sie schon angezogen waren, zäh. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich bei dir bedanken. Bitte nimm etwas von diesem süßen, süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Ja, ganz viel Honig. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süßlichen Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. So, hier sind wir also im Auenland und da drüben ist sogar ein Pokéball. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist noch eine Hütte, die gehört wahrscheinlich dem Mann. Nö. Hier ist erstmal irgend so ein Bergsteiger mit einem kleinen Kind. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Oder hast du irgendwo sonst in der Region Sinnoh ähnlich lebendige Blumen gesehen? Der Dank dafür gebührt allein den Pokémon. Schmiere Honig auf die Rinde eines Baumes und sieh nach einiger Zeit nach, ob sich etwas im Baum bewegt. Das wurde dir zwar schon so oft gesagt, aber nun ja, ich mach das gerne. Ja, damit ist dann auch der letzte Vollidiot checkt, dass er auf so einen Baum Honig schmieren kann. Und ich habe gerade tatsächlich keinen Plan, wie wir da hochkommen. Lasst mich mal überlegen. Nope, das geht erst später. Genau. Ja, da können wir erst später hin. Da gibt es ja noch einen Ort, den wir erst später aufsuchen können. So, jetzt aber müssen wir wieder den Helden spielen. Und den Professor, den Vater des Kindes retten. Keine Angst, meine Kleine. Dein Retter in der Not ist unterwegs. Jetzt aber. Wir werden nun deinen Vater retten. Allerdings machen wir das erst im nächsten Part. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Mal.